die offensichtlichen Sachen will ich gar nicht ansprechen hier. Aber es geht mir mehr darum, gewisse Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ja, ich habe das ja schon angesprochen. Windows hat Viren, Trojaner. Linux hat keine Viren und Trojaner. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist, Viren und Trojaner auf Linux zu haben. Aber aufgrund dieser zentralen Repositories, die auch zentral verwaltet werden und natürlich nicht zentral, wie sich das ein Windows-User denkt, so eine Art einer Organisation, sondern die sind gespiegelt auf mehreren Servern. Das heißt, wenn ein Server ausfällt, hat man immer eine Alternative. Aber die sind alle zentral organisiert, nur verteilt zentral organisiert, sodass du immer die zuverlässigen Quellen hast und immer frei von Viren und Trojanern sind. Außer du kompilierst aus irgendwelchen Quellen, die nicht so vertrauenswürdig sind. Aber da muss man schon Ahnung haben davon. Also quasi auch da ist Linux für den normalen Benutzer sicherer, weil es macht dem normalen Benutzer es schwer, ein Programm auszuführen, wo ein Trojaner und Virus drauf sein könnte, weil er es eben kompilieren müsste. Also auch wieder ein Grund sogar für einen nicht technisch versierten Benutzer, Linux zu verwenden. Dass Windows Geld kostet, muss ich auch nicht weiter drauf eingehen. Linux ist kostenlos. Ohne Kosten kriegt man sogar eine bessere Software am Ende. Da muss man aber sagen, dass bei Linux, weil es eben kostenlos ist, natürlich auch das Marketing fehlt. Also da hat Windows natürlich bessere Arbeit geleistet, indem es halt den Markt, ich will schon sagen, verseucht hat mit Windows-Software und dem Betriebssystem. Schon ganz lustig, wenn ich irgendwie so in der Bahn oder so sitze und da kommt so ein Bluescreen und dann siehst du, das läuft alles auf Windows. Finde ich natürlich immer lustig, das zu sehen, wie halt die kaputte Software halt auf Windows läuft. Aber man muss halt aus Fehlern lernen und man muss halt auch die Unternehmen dazu bewegen, von Windows runterzukommen. Und die Installation ist bei Windows nie vollständig. Es bleibt immer eine DLL übrig, es bleiben immer Dateien übrig. Da muss man defragmentieren. Selbst das wird dein System nicht wirklich schneller machen. Also man muss quasi akzeptieren, dass Windows ein System ist, das mit der Zeit von selber Müll ansammelt. Und dieser Müll macht die Performance immer schlechter. Obwohl sie schon von vornherein schlecht ist im Vergleich zu Linux, wird es halt noch schlechter. Und da musst du halt dein Windows immer wieder neu formatieren, neu installieren. Und das Schlimme daran ist, du kriegst auch nicht mal in der nächsten Installation eine Alternative oder irgendwas Neues, sondern immer die gleiche Oberfläche. Du kannst sie niemals austauschen. Linux hat über 20 Oberflächen, wo, wenn es mal langweilig wird oder wo du mal, wenn du ein bisschen mehr klicken willst, mehr Ruhe haben möchtest mit dem Terminal, hast du eine andere Oberfläche. Du hast Auswahl. Windows hat gar keine Auswahl. Du bist immer gezwungen, mit dem einen File System Manager zu arbeiten, der immer gleich aussieht, immer gleich schlecht ist, und es macht gar keinen Sinn, auf solchen Systemen zu arbeiten. Es ist quasi wie wirklich die Spielekonsole. Eingeschränkt, wie ein Smartphone. Da kannst du auch nicht viel machen. Da kannst du links und rechts gehen, aber du hast keine Optionen. Und ich will auch gar nicht anfangen weiter mit dem Argument, dass ich auch mitbekommen habe, dass Windows überlegt, sogar Ads in den File Explorer einzubauen. Also muss man vorstellen, du arbeitest, bist eh schon genervt von den bunten Farben, kommt noch so eine Ad in deinen Dateimanager. Also wo soll das enden? Das erlaubt man sich halt nur, weil man denkt, wenn man auf die Resistenz der Benutzer spekuliert, die halt Kindergartenniveau treiben. Das sollte aber ein Softwareentwickler nicht tolerieren, weil er halt der Profi-Nutzer ist von Software, auch selber Software entwickelt, Power-User ist und auch der Profi-Nutzer ist. Jeder Profi-Nutzer sollte höhere Maßstäbe für sich und andere legen als ein normaler Nutzer. Daher sollte man auf jeden Fall als Profi-Nutzer keine Software verwenden, die von Kindern und alten Leuten verwendet wird, auf die sie auch targetiert ist. Ein anderer Punkt, Windows bietet keinen Datenschutz. Du weißt nicht, welche Daten gesammelt werden. Du weißt aber nur, es werden Daten gesammelt und die werden in die USA geschoben zu Microsoft und da wird es irgendwie verarbeitet. Das Lustige ist, die Unternehmen, die reden alle über Datenschutz und wie wichtig das ist und denken sich die würsten Sicherheitssysteme aus, aber nutzen dann trotzdem Windows. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Wenn man sich auf Datenschutz fokussiert, dann sollte man auf jeden Fall auch kein Windows nutzen. Und auch kein Apple übrigens. Die sind genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer. Dabei Apple, da kriegst du wenigstens ein besseres Betriebssystem. Da ist auch übrigens auf Linux basiert. Die haben Linux genommen, haben es einfach etwas erweitert, haben es Windows-ähnlicher gemacht mit den ganzen Problemen und Nachteilen, die damit zusammenhängen, und haben es auf den Markt geworfen. Aber das Problem bei Apple ist, du kriegst für eine bestimmte Performance, musst du einfach dreimal mehr Geld bezahlen, wenn nicht sogar noch mehr, um die gleiche Performance zu kriegen, die du sonst hättest, wenn du einen PC gekauft hättest, das nicht auf Apple basiert. Da soll man sich fragen, ob man einfach zu viel Geld hat zum Rauswerfen. Zweitens, du unterstützt auch ein Unternehmen, was darauf ausgelegt ist, ein Ökosystem
Ökosystem zu erzeugen, wo die Leute von abhängig gemacht werden, damit sie halt in diesem Ökosystem, diese quasi Laborratten, dann gefangen gehalten werden und dann ausgelutscht werden. Und das sollte man sich auch nicht gefallen lassen, sondern man sollte eher auf offene Standards setzen, die unabhängig sind, damit man auch wirklich immer die Wahlmöglichkeiten hat, weil Abhängigkeiten von großen Konzernen führen immer zu nicht so guten Entwicklungen für einen selber. Ja, dann noch ein anderer Punkt. Linux bietet mehr Multitasking an, ist fehlertoleranter, was das angeht. Windows hat keine Auswahlmöglichkeiten. Windows ist nicht multitaskingfähig. Es gibt einen Grund, warum Supercomputer auf Linux laufen. Alle Serversysteme laufen auf Linux, weil es zuverlässig ist. Es stürzt nicht ab. Es ist sicher. Es gibt keine Viren-Trojaner. Es ist performant und es ist einfach für den professionellen Nutzer. Vielleicht war es mal vor 10 Jahren so, dass es wirklich schwer war für einen normalen Nutzer ohne technisches Wissen Linux zu nutzen. Aber heute hat sich das komplett geändert. Linux ist heute viel einfacher in der Benutzung als früher und sogar besser und einfacher als Windows. Der einzige Grund aus meiner Sicht, warum Linux noch immer nicht den Weltmarkt dominiert, ist das schlechte Marketing. Weil man investiert lieber die Zeit, Geld und Ressourcen in die Entwicklung von Linux selber und die Tools, während andere halt ein schlechtes Produkt bauen und lieber das Geld in Marketing reinsetzen. Und jeder kennt vielleicht Beispiele, wo ein Unternehmen einfach sehr schlechte Arbeit leistet, Dienstleistung leistet, aber dafür extrem gutes Marketing hat. Da weiß man halt, wo die Prioritäten sind. Priorität ist halt nicht, gute Entwicklung zu machen, sondern möglichst gut Image aufzubauen und den Leuten den Eindruck zu erwecken, dass man was ist, was man nicht ist und sich durchzusetzen. Das macht halt auch nicht immer Sinn. Also die Diamanten findest du halt nicht offensichtlich auf der Straße, ja, so wie andere Unternehmen, die viel Marketing machen, die machen es ja auch einfach verfügbar für dich. Aber was verfügbar und einfach zu kriegen ist, ist halt selten das Beste. Und Linux ist auf jeden Fall so ein Diamant, der in der IT-Branche mehr genutzt werden sollte. Also es wird auch langsam immer besser. Also ich kenne schon einige IT-Leiter, die nutzen inzwischen auch Linux, auch aus den gleichen Gründen, die ich aufgezählt habe. Und dann gibt es noch 1000 andere Gründe. Die haben es halt auch erkannt, sind auch technisch etwas unterwegs, sind selber mal Entwickler gewesen. Aber es gibt auch viele Unternehmen, besonders die sehr groß sind, die auch öffentlich sehr viel Einfluss haben. Die verbauen sich vieles. Ich frage mich auch ehrlich, die Leute, die dann in den Kommentaren Windows verteidigen. Warum? Da ist eine Software, die halt nicht gut ist, also außer für Spiele halt, und man muss die extra noch verteidigen. Was ist die Motivation dahinter? Das sind halt auch Leute, die ganz sicher kein Linux verwendet haben. Weil wenn du Linux verwendest und auch nicht auf den Kopf gefallen bist, wirst du sofort merken, dass Linux, was Softwareentwicklung angeht, wesentlich überlegener ist. Ich will auch gar nicht drüber sprechen, über die ganzen Konzepte, dass es durchdachter ist, aber einfach für die Softwareentwicklung selber. Du hast für ganz einfach sagen, kannst du schnell ein Bash-Script schreiben, Shell-Script, das ganze System mit der Kommandozeile ist halt wesentlich stärker. Wenn ich dann höre, ja, Windows hat PowerShell, dann lache ich mich kaputt. Das hat ja nicht mal ansatzweise die Größe von Shell auf Linux. Du hast mehr Programme, ist es sicherer, performanter, wie gesagt. Die Softwareentwicklung ist kompatibel. Jeder nutzt Docker heutzutage, weil am Ende wird die Software auf Linux deployed. Wenn du professionelle Software entwickelst, die meiste Software ist, außer jetzt in Spezialbereichen, immer auf Web basiert und alles, was auf Web basiert ist, wird am Ende auf Linux deployed. Das heißt, man nutzt ja deswegen auch Docker. Man bräuchte Docker jetzt nicht wirklich, wenn man von vornherein auf Linux setzen würde, aber man sieht ja, wohin das geht. Also warum soll man da nicht von vornherein auf Linux entwickeln, damit man auch sicherstellt, dass die Software kompatibel ist auf dem System, wo es dann später auch laufen wird. Ich rate wirklich jedem, installiert Linux, seid nicht so faul, guckt über den Tellerrand hinaus, seid auch nicht so bequem und eingefahren mit euren bunten Oberflächen, die führen einfach zu nichts. Profisysteme sind die Voraussetzung, um Profi-Software zu schreiben. Und wie immer, wenn ihr wissen wollt, was richtige Softwareentwicklung ausmacht, dann folgt dem Kanal. Oder kontaktiert mich direkt, wenn ihr spezielle Fragen habt. Ansonsten auch schön weiter in den Kommentaren kommentieren. Und die Punkte, die ganz besonders treffen, da werde ich auch nochmal herausgreifen und daraus ein schönes Video machen, wo ich dann nochmal ins Detail gehe.